Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie im Namen des Familienforums Münster. Wie auch in den vergangenen Jahren haben wir in diesem Jahr einige Kandidaten für die Bundestagswahl eingeladen, auf unserem roten Sofa Platz zu nehmen und sich unseren Fragen zu stellen. Das Familienforum Münster setzt sich zusammen aus verschiedenen Einrichtungen. Wir haben da Eltern helfen Eltern, wir haben die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Stadt Elternschaft, den Paritätischen, die Tageseltern, den Kinderschutzbund, Familienbund der Katholiken, den Jugendamtselternbeirat, die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen und den Verband Bildung und Erziehung. Das sind über all die Jahre Institutionen, die zu uns gekommen sind, die sich zusammengetan haben zum Familienforum. Wir kümmern uns um familienpolitische Fragen und diese Fragen, die sich innerhalb unserer Verbände stellen, stellen wir auch den Kandidaten vor einer Wahl. Und in diesem Jahr haben wir 5 Bundestagskandidaten aus Münster eingeladen, auf unserem Sofa Platz zu nehmen. Im Nachfolgenden können Sie eine Zusammenfassung der Interviews sehen. Da sehen Sie alle Kandidaten einmal in einem kurzen Clip. Und am Ende des Videos bekommen Sie auch Hinweise auf die Gesamtlänge der einzelnen Interviews, wo Sie dann die einzelnen Kandidaten in einer Länge von 15 bis 20 Minuten sehen können. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht hilft dem einen oder anderen von Ihnen dieses rote Sofa für die Bundestagswahl, die Entscheidung letzten Endes herbeizuführen, die für Ihren persönlichen Kandidaten oder die Partei, die Sie unterstützen möchten. Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen unserer Videofilme. Dankeschön. Auch hier sprechen wir ja von Bildung. Mhm. Das heißt, das ist die frühkindliche Bildung. Mhm. Im Moment hat man das Gefühl, das ist eher Betreuung. Und diese Betreuung steht dann auch noch qualitativ auf wackeligen Füßen. Ist nicht so hochwertig, wie man sich das eigentlich wünscht. Was gibt es da für Ansätze, dieses zukünftig zu ändern? Also so diesen Dreiklang aus satt, sauber, still ist uns definitiv zu wenig in dem Bereich, keine Frage. Und ich finde auch gerade hier auf kommunaler Ebene bemüht sich die Stadt sehr, vor allem erstmal ausreichend viele Plätze vorzuhalten. Da gibt es natürlich einerseits einen Rechtsanspruch. Da wird übrigens auch eine Menge Geld gerade investiert. Gerade gestern hatten wir die Ratssitzung, wo wir über Interimsmaßnahmen gesprochen haben, die da auch alle so beschlossen wurden. Also da wird viel passieren, aber da geht es jetzt, auf Ihre Frage betrachtet, geht es ja auch um die Qualifikation vor allem der Erzieherinnen und Erzieher. Und in der Tat, da kann man noch viel nachbessern. Wir müssen die Erzieherinnen und Erzieher besser qualifizieren. Wir müssen den Beruf an sich attraktivieren. Das ist auch eine Frage von Gehalt und von Lohn. Und wir müssen aber auch bei der frühkindlichen Bildung das Thema Sprachförderung beispielsweise mit in den Blick nehmen. Ich halte schon was davon, dass man vor schulischem Eintritt prüft, wie sozusagen ein Sprachtest macht oder eine Sprachstandsermittlung macht, um dann da auch schon frühzeitig gegebenenfalls nachzusteuern und Kindern dann eben eine Möglichkeit gibt, da besser zu werden. Auch das Thema Rechtschreibung, das Thema Lesen. Warum muss das erst in der Schule beginnen? Da kann man auch schon früher mit beginnen. Immer an den Fähigkeiten der Kinder oder des Kindes konkret ausgerichtet. Aber das ist etwas, was wir sicherlich angehen müssen. Aber das Thema auch Ergotherapie. Warum kann man nicht auch da, es gibt ja durchaus Kinder, die motorisch ein bisschen zurückgeblieben sind, was auf die lange Sicht betrachtet nicht das Problem ist, wenn man frühzeitig dagegen steuert und fördert. Auch so ein Thema, was man mit in die frühkindliche Bildung mit einbeziehen kann. Die Familienministerkonferenz der Länder hat ein Qualitätsentwicklungsgesetz vorgeschlagen im Bereich der Betreuung und der Tagespflege. Mhm. Inhaltlich sind das natürlich genau diese Forderungen, dass die Erzieher besser entlohnt werden, dass da Qualität reinkommt. Wie sähe das Ihrer Meinung nach konkret aus? Das Ganze muss finanziert werden. Ja. Es geht um Betreuungsschlüssel. Es geht natürlich um die Qualität der Ausbildung, die Qualität der Betreuung der Kinder. Wo muss man da ansetzen im Rahmen der Bundespolitik, also, um eben letzten Endes die Länder und dann die Kommunen dazu zu kriegen, dass das auch alles umgesetzt wird im Sinne der Kinder? Also ich glaube, es wird grundsätzlich nur Hand in Hand gehen mit Kommune, mit dem Land und mit dem Bund. Jetzt haben wir auf Landesebene gerade einen Regierungswechsel erlebt. Die neue schwarz-gelbe Landesregierung nimmt jetzt sozusagen gerade die Arbeit auf. Ich finde das, was der Familienminister in den ersten Interviews gesagt hat, durchaus ermutigend in dem Bereich, dass er, ich glaube, einen dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung stellen will für die Kitas, für die,
für die Tagespflege. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das weiter ausgestaltet. Aber das ist ja genau das, worüber Sie gerade gesprochen haben, dass wir eben mehr Geld ins System bringen müssen. Ich glaube, auf Bundesebene wird man sich das auch genau angucken müssen. Und wenn wir sagen, weltbeste Bildung und eine Bildung sozusagen aus einem Guss, die eben nicht erst mit Eintritt in die Schule beginnt, sondern schon früher, dann ist da auch nach meinem Dafürhalten der Bund in der Pflicht, auch Geld mit reinzugeben. Wir fordern ja beispielsweise auch, dass Bildung insgesamt noch stärker oder vor allem wieder auch eine nationale Aufgabe wird, weil wir eben sagen, nur vor Ort und nur in den Ländern, das, was wir an Defiziten haben im Bildungsbereich, spricht vor allem dann später auch den schulischen Bereich an, ist mittlerweile so gravierend, dass da der Bund auch noch stärker darauf einwirken soll. Ganz grundsätzlich halte ich es für einen Skandal, dass so viele Kinder, nämlich wirklich jedes fünfte Kind, in Armut aufwachsen muss. Das bedeutet ganz deutliche Einschränkungen bei den Entwicklungschancen. Wir sehen das in der Gesundheit auch sehr, sehr deutlich, dass arme Kinder größere Gesundheitsrisiken haben. Deshalb ist es mehr als überfällig, wirklich mehr zu tun. Wir Grünen wollen ein Gesamtpaket zur Familienförderung von 12 Milliarden Euro schaffen, wo wir gerade arme Kinder unterstützen wollen, Familien mit wenig Einkommen unterstützen wollen. Das wollen wir gleichstellen. Das heißt, wir wollen hin zu einer Kindergrundsicherung und dabei verschiedene Elemente anfassen. Einmal wollen wir den Regelsatz in der Sozialhilfe so anheben, dass er tatsächlich bedarfsgerecht ist und auch Teilhabemöglichkeiten umfasst. Auf der anderen Seite wollen wir diejenigen, die heute Kindergeld beziehen, deutlich stärker fördern und diejenigen, die heute über Ehegattensplitting plus Steuervorteil die Familienförderung erhalten, können entscheiden, ob sie das alte System fortsetzen wollen oder in das neue. Insgesamt werden 12 Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen, aber diese 12 Milliarden werden vorrangig für diejenigen mit wenig Geld ausgegeben, Ansprüchen genügen kann. Und da sind wir heute noch weit entfernt von. Wir sehen deutlich, dass die Kommunen viel gestemmt haben, indem sie den Rechtsanspruch auf die Betreuung umgesetzt haben. Und das wollen wir in diesem Umfang als erstes tun. Dazu sollen aber auch noch Mittel kommen, die den Ausbau des Ganztagsunterrichts ergänzen, weil auch da haben wir ja das Problem. Erstmal sind die Kinder in der Kita, aber natürlich brauchen sie anschließend auch eine gute Versorgung und nicht nur eine Betreuung, die sicherstellt, dass ihnen nichts passiert, sondern dass da auch wirklich Förderung passieren kann. Und da wollen wir ebenfalls über 5 Jahre 12 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Die beiden Säulen umfassen nämlich auf der einen Seite wirklich die materielle Absicherung der Familien zu gewährleisten und auf der anderen Seite tatsächlich Infrastruktur bereitzustellen, die wirklich fördert. Und da hängt es natürlich am Personal und an der Zeit, die einzelne Erzieher und Erzieherinnen für das Kind überhaupt zur Verfügung haben. Und insofern ist das etwas, was ich gar nicht wegdenken kann, weil es ist sozusagen eine Säule, seelische Gesundheit. Insgesamt ein Kind, was sich entwickeln kann und insgesamt einen guten Weg nehmen kann. Das ist für die Gesellschaft ja ein ganz, ganz wichtiges Fund. Alles da, wo wir dann Störungen haben, müssen wir hinterher als Gesundheitsversorgung dann wieder reparieren oder versuchen aufzufangen. Aber viel besser ist es natürlich, wenn wir ganz früh alle mögliche Förderung, die man aufbringen kann, auch wirklich bringt, weil wir alle wissen, das gelingende Leben hat ganz, ganz viel damit zu tun, ob gerade in den frühen Zeiten die Unterstützung da war, die gebraucht wird. Und da können wir Familien nicht alleine lassen. Menschen mit weniger Einkommen auch entsprechend steuerlich besser gestellt werden muss. Wir erleben ja im Moment eher das Gegenteil, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Wir sagen, diese Entwicklung muss gestoppt werden und die muss in eine andere Richtung weiterentwickelt werden, dass die Armen tatsächlich besser leben können.
Noch dazu, wie ich gerade schon sagte, in dieser reichen Gesellschaft. Und es gibt natürlich dann eine entsprechende Betroffenheit von Kindern. Sie haben ja gerade die Zahlen schon genannt. Und da sagen wir als ersten Schritt, das Kindergeld muss deutlich angehoben werden. Da kann es aber nicht bleiben. Wir fordern eine eigenständige Kindergrundsicherung, wenn Kinder in Armut sind, in Höhe von etwa 570 Euro. Genau sind es 573 Euro. Aber de facto ist unter dem Strich tatsächlich nach wie vor festzuhalten, die Kinderarmut nimmt zu. Es ist ja nicht so, dass wir da, sinkende Zahlen haben, sondern wenn ich das richtig sehe, ist es auch in Münster so, dass im Vergleich zu 2011, im Zeitraum bis 2016, die Kinderarmut noch mal um 1% zugenommen hat. Und das in so einer reichen Stadt wie Münster, sage ich jetzt mal. Und das heißt, die Maßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, wirken nicht, sondern wir müssen grundsätzlich an dieses System ran. Und verschiedenster Art. Das fängt an dabei, da reden wir jetzt gerade mal wieder konkret über unsere Stadt Münster, dass auch nach wie vor, trotz all der ganzen Jahre, dass jetzt Kita-Förderung erfolgt. Ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass teilweise entsprechende Menschen, die dort gearbeitet haben, dann in den Schulferien entlassen worden sind und nicht weiter bezahlt worden sind. Und da hat es ja auch entsprechende, entsprechende Gegenwehr, Demonstrationen, Streiks und Ähnliches auch gegeben. Völlig zu Recht im Übrigen, das haben wir auch immer als Linke voll unterstützt. Frauen werden ja nach wie vor tatsächlich in den meisten Fällen weiterhin schlechter bezahlt als die Männer. Das muss sich grundsätzlich ändern. Wir brauchen aber auch mehr Zeitsouveränität bei der Arbeitsplatz, bei der Arbeit, dass eben auch tatsächlich Eltern sich dann auch um die Kinder selber mit kümmern können. Und wir brauchen meines Erachtens auch einen besonderen Kündigungsschutz für Eltern, die zum Beispiel Kinder bis zu Beispiel 6 Jahren oder so dann zu Hause haben oder in der Betreuung haben, sodass sie nicht dauernd Angst davor haben müssen, ihnen entstehen berufliche Nachteile oder sie werden möglicherweise sogar entlassen, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern. Das darf es nicht geben. Und wenn das, sagen wir mal, so über den Markt nicht zu regeln ist, dann brauchen wir da tatsächlich gesetzliche Regelungen, also auch Stichwort Kündigungsschutz dann im Endeffekt, was das Ganze angeht. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass Kitas auch nicht nur Verwahranstalten sein dürfen. Das heißt, wir brauchen entsprechende, Modelle, eben auch um tatsächlich gute Kitas zu schaffen, gute Kita-Plätze anzubieten. Die Hälfte fände ich angemessen. Und wenn es bei 1 Milliarde Euro bleibt, da sagen wir, das muss deutlich angehoben werden, was den Bundesanteil angeht an der, an der Qualitätsoffensive, die jetzt gestartet werden soll. Ist das denn eine realistische Forderung, dass man sagen kann, okay, der Bund kann und muss diese 5 Milliarden, wären es ja denn, wenn die Kosten tatsächlich bei 10 Milliarden liegen würden? Wir haben seit Jahren eine super, steuerliche Entwicklung, komplett gegen den Trend. Ob die sich noch so halten wird auf Dauer, das muss man natürlich abwarten. Aber Fakt ist, ich glaube halt, dass das letztlich eben auch eine Frage der Umverteilung dann von Steuermitteln wäre. Weg von bestimmten Maßnahmen, wie zum Beispiel Ausgaben in der Rüstung, um es mal so sehr platt zu machen. Ich weiß, dass das ein bisschen platt vielleicht dann überkommt, aber es gibt halt sinnlose Ausgaben, es gibt auch sinnlose Subventionen in bestimmten Bereichen. Wenn einem wirklich die Förderung von Kindern in vernünftigen, guten Kitas wirklich was wert ist, dann muss man dann Geld entsprechend in die Hand nehmen und auch umverteilen im Zweifelsfall. Bildung findet immer statt, in jedem Lebensalter, natürlich auch schon in der frühkindlichen Phase, das wissen wir und das spüren wir eigentlich auch alle, dass Kinder gerne was aufnehmen, aufnahmebereit sind und fähig auch sind. Und deswegen müssen wir ganz früh damit anfangen, das zu fördern und auch zu unterstützen. Gerade auch im Kita-Bereich schon anfangen, dass Kinder die Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen, Antworten zu suchen, sich zu erproben, mit Gemeinschaft was zu erfahren. Ich denke, der frühkindliche Bereich ist ein ganz, ganz wichtiger. Und es ist ja auch gut, dass allen Kindern die Möglichkeit gegeben wird, diese Erfahrung zu machen. Ich glaube, dass wir auch Qualität haben. Sie ist unterschiedlich ausgeprägt. Und es gibt bestimmt auch noch verschiedene Baustellen, an denen man arbeiten kann. Aber der Wunsch ist da und auch die Tatsachen, vielleicht nicht überall, das sollte man schon fairerweise sagen, aber dass eine gute Betreuung da ist, dass eine qualitätvolle Betreuung da ist. Deswegen kann man auch nicht gleich so viel Quantität schaffen, weil es ja einfach auch wichtig ist, entsprechende Menschen zu finden, die in der Qualität, in der wir es auch brauchen, die Kinder betreuen. Wir haben finanzschwache Kommunen unterstützt, gerade im Kita-Ausbau auch,
Ich glaube, das ist ein guter Weg, denn wir können jetzt nicht sagen, das ist eine Länderzuständigkeit und die Länder können mit dieser Herausforderung jetzt nicht so umgehen, wie wir es eigentlich für unsere Gesellschaft brauchen. Deswegen hat der Bund sich noch einmal dazu bereit erklärt, muss man sagen, den Kita-Ausbau auch eben in den Kommunen zu fördern. Denn eins ist wichtig, wir brauchen noch mehr Kindertagesplätze. Wir haben ja in Münster, stehen wir relativ gut da, aber auch immer noch keine. Wir haben knapp 40% Kindertagesbetreuung, aber schlussendlich ist der Bedarf viel höher. Und deswegen müssen wir dann durch den Ausbau noch weitermachen. Deswegen ist ein ganz wichtiger Schritt auch, dafür zu sorgen, dass Eltern arbeiten können, eine Arbeit haben, auch Geld verdienen können und entsprechend das Familieneinkommen da ist, um auch eine Familie ernähren zu können und auch ihnen Chancen zu bieten. Dann gibt es ja auch wirklich viele Möglichkeiten, die wir schon geschaffen haben, was das Bildungs- und Teilhabepaket angeht, dass Jugendliche auch teilhaben können an den Möglichkeiten, die geboten werden. Eine gewisse Sensibilität in Schulklassen oder Kitas sollte vielleicht schon auch da sein, um einfach allen gleiche Möglichkeiten zu bieten. Man muss da schon sensibel sein, aber das Wichtigste, glaube ich, gegen Kinderarmut ist Arbeit für Eltern. Und daran arbeiten wir natürlich auch intensiv. Wir brauchen Arbeitsplätze, die den Menschen auch ein Einkommen verschaffen. Wenn man das jetzt als Programm startet, stelle ich mir vor, das greift in 10, 15 Jahren, vielleicht in 7 Jahren. Was machen wir jetzt mit den Kindern, zumal ja die Zahlen auch stetig steigen? Ja, man muss natürlich, es gibt ja die Arbeitsämter, die Jobcenter vermitteln ja schon auch Arbeit. Also man muss schon auch eine Arbeit finden, die zu einem passt und die einem eben auch ein Auskommen oder ein Einkommen gerieren, damit man ein Auskommen hat. Natürlich braucht man eben auch die Betreuungsmöglichkeiten und deswegen müssen eben auch noch mehr Kita-Plätze geschaffen werden. Und man muss eben auch bei der Kita-Platzvergabe darauf achten, dass Eltern, die Notwendigkeit haben, wirklich ein Kind unterzubringen, diese Plätze auch bekommen. Weil wir wissen, dass Bildung das ist, was uns alle befähigt, hinterher an der Gesellschaft teilzunehmen. Deswegen ist Investition in Bildung, gleich welche Art, in welcher Verantwortung, eine gute Investition, eine nachhaltige Investition. Und ist ja jetzt auch nochmal in diesem Bundeshaushalt sehr stark angehoben worden. Und das ist ja auch das, was Deutschland ausmacht. Wir haben tolle Menschen in unserem Land, wir haben kreative Leute. Und darf niemand von Anfang an nicht die Chance haben, das auszuleben und auszuüben. Deswegen ist mir das ein weiteres Anliegen zum Thema Bildung und auch Forschung weiter tätig zu sein in Berlin. Politisch das als Problem anerkennen und tatsächlich feststellen, es gibt in unserem Land, obwohl wir ein reiches Land sind, Kinderarmut. Das ist ja was, wo sich nicht alle auch in den Parteien so leicht mittun, sondern sagen, ach, das ist kein Problem, dass das besonders schwer wiegt. Aber ich glaube, das ist eben schon der Fall. Klar ist, dass Armut von Kindern immer auch was damit zu tun hat, dass es Armut von Eltern gibt, dass es Armut in Familien gibt. Aber mir ist nochmal vor einigen Wochen in einem Gespräch, was ich mit unserem heutigen Bundestagsabgeordneten Christoph Stresser und dem Deutschen Kinderschutzbund hier in Münster hatte, deutlich geworden, dass die Instrumente, die wir haben, Arbeitslosengeld und so weiter, eben eigentlich sehr unspezifisch sind, um auch auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen. Kinder haben andere Bedarfe, als das Erwachsene haben. Und deswegen finde ich eine Position, wie sie zum Beispiel der Deutsche Kinderschutzbund vertritt, eine eigenständige Kindergrundsicherung auch einzuführen, sehr vernünftig und unterstützenswert. Und ja, will mich auf jeden Fall dafür stark machen, dass wir im Bund uns dafür einsetzen. Das ist auch in unserer Partei sicherlich noch eine Diskussion, aber ich glaube, eine notwendige Diskussion. Wir wissen heute, dass unser Bildungssystem, auch frühkindliche Bildung, immer noch sehr stark davon abhängig ist, aus was für einem Elternhaus man kommt. Das hat was damit zu tun, dass wir Bildungshürden haben, zum Beispiel über Kita-Gebühren, zum Beispiel über Gebühren in der Ausbildung, so wenn wir weiterdenken im Lebenslauf. Das ist das Erste, was man auf jeden Fall tun muss, aus meiner Sicht, um Bildungshürden abzubauen, muss man tatsächlich Bildung von Anfang an gebührenfrei stellen. Das heißt eben auch bei der Kita, denn das kann man auch keinem erklären, warum das Studium eigentlich gebührenfrei ist, aber in der Kita muss man ein Eintrittsgeld dafür zahlen. Das ist aus meiner Sicht ein allererster Punkt, den wir dringend angehen müssen, wenn wir wirklich für gleiche Chancen für alle sorgen wollen. Finde ich es richtig und bin froh darüber, dass wir als SPD in unser Bundestagswahlprogramm auch klar reingeschrieben haben, dass wir das sogenannte Kooperationsverbot im Grundgesetz aufheben wollen. Das ist das die Regelung, die es dem Bund im Moment verbietet, also regelmäßig und dauerhaft Bildung zu finanzieren, weil es sagt, das ist Ländersache.
Ich finde das wichtig, dass wir das aufheben, damit der Bund eben Kommunen und Länder unterstützen kann dabei, genügend Betreuungsplätze zu schaffen, gute Schulen zu ermöglichen, die Hochschulen vernünftig auszustatten, vernünftige Ausbildungsangebote zu machen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ich glaube, da ist ein Systemwechsel nötig. Und dann haben Sie einen zweiten Aspekt angesprochen, das ist der, wo es um die Qualität von Betreuung geht, die Qualität von frühkindlicher Bildung. Ich finde es richtig, dass wir als SPD in unser Bundestagswahlprogramm geschrieben haben, dass wir uns einsetzen wollen in der nächsten Legislaturperiode für ein bundesweites Kita-Qualitätsgesetz. Man kann sagen, das ist Ländersache, aber das versteht ja auch keiner. Die Qualität frühkindlicher Bildung und Betreuung muss ja eigentlich länderunabhängig sein und überall zumindest gleiche Standards haben. Und deswegen finde ich das richtig, dass wir das uns vorgenommen haben. Wie wir das konkret ausgestalten, da muss eine vernünftige fachliche Debatte stattfinden. Das ist auch nichts, was man den Ländern wegnehmen will, sondern ich glaube, das ist etwas, was jeder versteht, dass die Qualität von Kinderbetreuung, frühkindlicher Bildung eben nicht von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein soll.